So, und jetzt Speedtest mit dem Auto. Wollen wir das mal machen? Also mit den Originalen. Oh, hier im Dreckrennen. Aber wir warten, bis das Flugzeug runterkommt, dann wie bei James Bond, dass du so ganz knapp unter den Rädern vom Flugzeug beim Landen musst du durchkommen. So, dann probieren wir den, die Magic BR8 ER nochmal. Wir haben jetzt 22 Ritzel drin. Ja, also für die Rohre habe ich 50 hingelegt. Nee. Also ich habe dann noch die Karo dazu, deswegen habe ich gesagt, etwa 70. Wo du gesagt hast, 7.000 Euro, machen wir zwei Nullen weg. Weil die Kombo habe ich schon daheim gehabt. Gut gewählt, als ich 70 gesagt habe, ich wusste es nicht mehr. So. Ja, und er sagt 70. Also gut, dass ich die 7 gewählt habe, weißt du? Ja. Ich hätte auch 8.000 sagen können. So. 8.000, der hätte doch nicht sagen können, da muss er mal eine 2-0 wegnehmen, du. So belegt mit uns zwei Kloppis bei uns. Was? Hast du so belegt mit uns zwei Kloppis? Da wollt ihr ein Rennen fahren oder was? Oh Gott, der Wagen ist bescheuert. Niemals. Naja, bei dir bin ich mir da immer nicht so sicher. Aber das könnte ich auch mal machen, Bernd. Also hier hätte man den Platz, wenn jeder ganz außen fährt und da. Und dann Races. Ja, aber da wartet er, bis meiner noch fertig ist. Das ist doch nur zum Spaß jetzt wieder so ein bisschen. Ja, ich weiß, aber auch zum Spaß möchte ich da gerne. Darf ich auch mal Spaß haben? Nein! Doch, ich will aber! Warum gibt's Dudu? Genau so. Nö. So, Bernd. Warte mal kurz, ich hab grad keinen Satelliten wieder. Hat keinen Satelliten? Ich weiß nicht, also ich denke mal, mit unseren ganzen Followers zu dritt müssten wir doch langsam so viele Votes und alles haben und Follower, dass wir unsere eigenen Satelliten mal langsam leisten können. So, dann gehen wir zur Tüte, zur Seite. Ja, ich glaube ja, das kam unser Kopf. Ich hab grad deinen. Scheiß, dein... der finanziert seinen Urlaub davon. Ja, ja. Mhm. Das ist ja. Das war der Regler. Sag mal 110. 110 für dich. Du wissen, dass ich die Temperatur nicht mehr. So ist es mal das ja. Motor ist steinkalt. Aber den Regler. Eiskalt, dann. Ja. Auch eiskalt. Gut, gucken wir mal, ja. Ja, bitte. So 110 habe ich gesagt. 107. Ja. Ein Kammer mehr wie vor's Jahr. Wegen einem Zahn. Na, aber es ist ein Kamera. Also, du darfst nicht vergessen, dann, da kommt immer noch der Windwiderstand dazu. Ja. Ich fühle mich ja fast genötigt, dich zu mal fragen, ob ich schon mal kurz die Reifen haben kann. Kannst du mal ganz kurz hochhalten? Richtig hoch. Da hat er noch 20% gedreht. Auf geht's. Du darfst nur 7% gefahren. Ach, leg mal hier hin, gell? Warte mal, bevor du damit anfängst. Ja. Martin, kann ich? Sehr gut.
Hui! Ein schwarzer Streifen hinterlassen da vorne. Ja, wahrscheinlich über Hose her, ja. Ja. Also, du sagst, die Temperaturen waren kalt, ja? Ich probier's noch einmal. Ja, mach nochmal. Ich geh jetzt mal rüber auf die Seite. Jetzt dreht er richtig ab. Er wird nicht mehr gewesen sein. Na, aber 108, na, was? 108, 109. Das sind jetzt keine großartigen Leistungsunterschiede. Hat trotz ein Zahn mehr, gell? Und das Modul 1, gell? Also. Ein Zahn ist schon heftig eigentlich. Irgendwann ist aber das Maximaldrehmoment vom Motor erreicht, dann hat er keine Kraft mehr. Dann bringt er den Zahn mehr nicht mehr. Dreht einfach nicht mehr höher. Nicht schlecht.